No, doch nicht. Purgley Catholic School, Office of the Dean, May 26, 1998. Dear Mr. Dolan, Vanessa was caught smoking again this week. If it happens again, she'll be suspended. Also, please remind her that all teachers, especially those who are explicitly injured or that take the Lord's name in vain, are strictly forbidden. My tolerance for her situation only goes so far. Regards, Evan Brown, Dean of School. Ja, noch stark, weißt Gut zu wissen. Wir haben neue Details zum Desert Dream Massacre, wie es sagt.
die Polizei nennt. Während einer der Schützen am Tatort getötet wurde, wurde nun bestätigt, dass drei weitere noch auf der Flucht sind. Der getötete Schütze ist Dale Holt aus Tomb Rock, der wegen Körperverletzung bereits vorbestraft war. Hallo? Oh, Moment. Ich kenne diese Stelle. Oh, Herr im Himmel, du bist zerrollt. Ist das wirklich du, Betty? Ja, wurscht. Hi, Mima. Hab dich vermisst. Mein Engelchen. Wo hast du die ganze Zeit nur gesteckt? Oh, ich war... In einem Austauschprogramm bei einer anderen Familie. Hier, ich helfe dir. Also, was hast du bei dieser anderen Familie so getrieben? Bin nur neugierig. Du warst ja nicht in der Schule und so. War die meiste Zeit draußen, wanderte in den Bergen, angelte im Fluss und ich ging auch gerne mal auf die Jagd. Du tötest Tiere? Dieser Schinken war auch mal ein Schwein. Das ist passt. Aber gut, hast gewonnen. Matthew, dein Vater wird sauer auf dich sein, weil du so lange von zu Hause weg warst. Musst du das jetzt ansprechen? Wisst ihr, was euer Vater durch gemacht hat? Ich höre mich also an wie er. Er war Wortkarg, wie du. Die Leute dachten, er hätte nichts zu sagen. Aber meist hat er es einfach nur nicht ausgesprochen. Mein Bruder starb auch. Erst kürzlich. Wie? Wurde erschossen. Scheiße. Das ist... Oh, furchtbar. Ich weiß. Hör mal. Stört es dich, wenn ich ein bisschen lerne? Die Prüfungen sind nächste Woche und ich habe das ganze Semester kein Buch aufzuschlagen. Kann ich mit abräumen? Ja, gern. Das war klug von dir abzubrechen. Ich meine, muss man unbedingt wissen, wie Andrew Jackson die Präsidentschaft der USA verändert hat? Glaub nicht. Wenn das drankommt, überspringe ich es. Und dann im Kreis. Vor unserem älteren Bruder, vor Pa, wenn er betrunken war. Ist dein Vater ein Säufer oder so? War ein Säufer. Jetzt kämpft er im Krankenhaus um sein Leben. Oh Mann, du bist vom Pech verfolgt, wie ich. Das wird noch eine Liaison. Berlin. Sich erhängt. Hat es versucht. Hab ihn gestoppt. Das hört sich jetzt vielleicht grausam an. Manchmal wünschte ich, mein Vater würde sterben. Also, das meinst du doch nicht so. Du würdest es verstehen, wenn du diesen Kontrollfreak kennen würdest.
du mal überlegt, abzuhauen, das Ganze hinter dir zu lassen? Wo sollte ich denn hin? Einfach woanders hin. Es gibt kein Woanders. Naja, sorry, dass es so düster wurde. Hey, hilfst du mir beim Lernen? Oh, ich bin wohl keine große Hilfe. Da bist du jetzt. Das ist immer besser, wenn du was machst. Okay, klar. Minnesota? Nein. Wyoming? Daneben. Gott, ich gebe auf. Es ist Alaska. Über 3 Millionen Hektar Parks. Alle geschützt. Nur in Kanada gibt es mehr. Zeig mal her. Gut, du bist dran. Was? Nein, ich... Welcher Präsident unterschrieb 1906 das Denkmalschutzgesetz, gründete die Forstverwaltung und errichtete 5 Nationalparks, darunter den Grand Canyon? Warte, das lief im Fernsehen. Das ist, was weiß ich? Na hier, Clinton. Nee, da warst du Kennedy. Linken, ja, bestimmt. Nee, da war Roosevelt, Deutsch. Ich glaube, es ist Roosevelt. Welcher Roosevelt? Der Theodor. Bitte! Ja, ja, ja. Wer weiß sowas? Ne? Dann kann Canyon öffnen. Doch, Roosevelt. Ja, welche denn? Der Teddy. Ja, ja, bitte. Ja, bitte. Eine Ahnung. Und das stimmt sogar, ne? Coole Geschichte. Da war dieser Typ, ein Naturforscher. Er ging mit Roosevelt kennen. Überzeugte ihn, die Wildnis mit einem neuen Gesetz zu schützen. Und Roosevelt tat es. Wow. Schreibst du meine Prüfung für mich? Nein. Zu schade. Dann werde ich definitiv durchfallen. Na und? Du weißt doch ohne Test, dass du klug bist und... Weißt du was? Vergiss es. Dean, das war irgendwie süß. Nein, nicht süß. Ich bin von der Fachschule. Nein, du bist mein Lernpartner. Die Schule hat uns zugeteilt. Bitte, auch du arbeitest länger. Hab draußen kein Auto gesehen. Wer ist das? Das ist Dean, aus der Schule. Hallo, Dean aus der Schule. Hallo, Sir. Ist ja schön und gut, dass ihr lernt. Dean, welche Schule besuchst du nochmal? Die Bischli School. Ja, stimmt. Dean ist neu an der Schule. Deshalb haben sie uns zusammen in eine Lerngruppe gestellt. Gut, aber du hast mich nicht gefragt. Weil du ja nicht da gewesen bist. Ich muss los. Du gehst nirgendwo hin. Ich will wissen, mit wem meine Tochter ihre Zeit verbringt. Sind Sie ein Kopf? Ich leite eine Sicherheitsfirma. Deine Firma überfallen in einer Stadt, in der es seit Jahrzehnten keinen Banküberfall gab. Genug, Vanessa. Nun, das könnte sich ändern. Habt ihr von dem Hotelmassaker an der Route 66 gehört? Ah, ja. Wohin? Es ist eine Fahndung im Gange. Sobald das FBI Bilder dieser Hall-Familie hat, sind ihre Gesichter im ganzen Land zu sehen. Jason! Ich brauche deine Hilfe bei etwas. Und du bleibst genau hier. Sorry, das tut mir echt leid.
Ich sollte wirklich gehen. Nein, du machst es nur schlimmer. Vanessa! Wo ist Mimas Hörbuch? Warte!